Hallo und willkommen zurück zu Geomaster Duel. Machen wir hier weiter mit unserer Terminalwelt. Mit den sagenhaft Karten. Der Gegner wird seine Handkarten zügig abwerfen und eine Strategie anwenden, die auf dem Einsatz von sagenhaft und ewig infernal Monster fußt. Das kann auch die Beschwörung von ewig infernal Start Rampe einschließen, die die Anzahl der Monster deines Gegners schlagartig erhöht und dich damit in eine sehr knifflige Situation bringen kann. Verwende sagenhaft sowie Labyrinthkarten. Labyrinth ist definitiv der bessere Archetyp, um deinen Gegner präzise zu blocken und ihn davon abzuhalten, dass er seine Monster ins Spiel bringt. Vor allem Labyrinth und Sagenhaft, das passt doch gar nicht zusammen. Naja, dieses Deck enthält auch viele Karten, deren Effekte im Friedhof aktiviert werden können. Wie etwa Großes Willkommen Labyrinth. Diese Karte können dich aus brenzlichen Situationen retten und den Kampfverlauf auf den Kopf stellen. Lass sie dir nicht entgehen. Ja, die Labyrinthkarten lassen wir nicht entgehen. Die können alleine carry. Wir brauchen keine Sagenhaft Monster. Wäre wahrscheinlich eher eine Hindrance. Das ist definitiv eine Deck-Kombo, die das Deck schwächer macht. Was muss ich, wenn ich die Hand drücke? Ah, cool. Donner. Okay, er hat jetzt Danger mit Sagenhaft. Ich habe Willkommen Labyrinth gezogen, was ganz gut ist. Okay, werfen wir erstmal die hier ab und setzen wir eine Labyrinthkarte. Ah, interesting. Du bist der einzige Empfänger, das ist interessant. Okay, schmeißen wir den hier erstmal ab. Ja, komm, setzen wir unsere Feldzauberkarte. Ich habe keine zwei Monster, also kann ich die nicht mehr resolven. Drei, vier, fünf. Ich glaube fast, dass ich den hier nehme. Aus dem einfachen Grund, weil ich setze jetzt meine beiden Willkommen ins Labyrinth, spiele den hier, dann ja gut, dann Synchro beschwöre ich den hier. Jetzt habe ich ja halt nur eine gerade ziehen, dummerweise, weil ich nicht beide losgeworden bin. Naja. Jetzt kann ich hier den hier abwerfen. Den hier wieder zu beschwören. Wieso habe ich denn keinen Siebener? Das ist ja dumm. Ist egal. Ist egal, ich habe Willkommen Labyrinth. Like, das kann mich alleine carryen. Vor allem, falls ein. Warte mal, 3 plus 1, 2 sind 5. Er würde jetzt sinken, das verhindern wir jetzt mal.
Wow, WTF. Okay, nehmen wir den Sucheffekt. Und wir aktivieren den Effekt, der gibt sich einfach wieder zurück auf die Hand, damit man ihn wieder discounten kann. Das ist quasi so eine richtige unendliche Engine. Ja, okay, er geht aufs Feld. Nicht auf die Hand. Auf dem Feld kann man ihn, glaube ich, auch aktivieren, das ist die Sache daran. So, wir holen jetzt die auf die Hand, weil die müssen wir in diesem Zug auch noch beschwören können, weil wir eine Falle aktiviert haben. Genau, da wir eine Falle aktiviert haben, können wir sie in diesem Zug auch noch beschwören. Und, dann können wir den auch noch aktivieren, dann gehen wir wieder in den Friedhof. Ja, werfen wir dich ab. Und wir können uns dann einfach mal... Nehmen wir Big Welcome Labyrinth. Ah, cool. Ah, das ist dann wahrscheinlich der da. Oder, ja genau, das würde mit dem da gesynkt werden, was glaube ich nicht so gut ist. Ist hier irgendwer Gutes? Check der Annullierer. Oh. Das ist alles nicht so geil. Ich kann Chaos-Engel beschwören. Aber sogar auf zwei Arten. Oder ich kann mit den beiden Chaos-Engel beschwören. Aber das kommt mir jetzt nicht so gut vor. Okay, machen wir großes Willkommen-Labyrinth. Genau, aktivieren wir das mal noch. Die gibt uns einfach eine Fallenkarte for free, einfach aus dem Deck raus. So wirklich jede Falle, gerade immer diese sagenhafte Falle. Also es geht jede normale Fallenkarte, was halt auch eigentlich mega broken ist, aber naja. Ha. Keine Ahnung, beschwören wir den da mal, den habe ich eigentlich noch nie gesehen. Das ist keine wirklich normale Karte für Labyrinth-Decks. Ja, der Mayfest. Habe ich nicht so ganz gedacht. Also gar. Also. So. Auf in den Banish Prime mit dir. Gut. Das ging ja relativ gut. Schön aufgeräumt gegen dieses sagenhafte Deck. Genau. So, machen wir das hier mal mit Schwertseele.
Sure. Ja, verbannen wir dann einfach mal hier. Wir wollen mal sehen. Aber da kommen jetzt wahrscheinlich doch einige Beschwörungen noch raus. Ich denke mal, dass einer von denen, den er abgeworfen hat, auch noch beschworen wird, oder nicht? Okay, keine Ahnung. So. Unser guter alter Blumenbaronin. So, da kommt ihr noch Burn. Ja, warum nicht? Gut. Der oberste Erzfeind. So, ich könnte jetzt ihn zerstören, aber da würde ich meine auch zerstören. Also wird das nicht so mega viel Sinn ergeben. Gerade. Gut. Das war doch ziemlich easy. Victory nennt man das, ja. Ja gut. Wer ist du? Sagenhaft. Sagen hab der Leviathan. Na, so machen wir das Duell auch noch. Okay. Können wir den direkt beschwören? Okay, dann nicht. Ja, okay, die Hand stört mich jetzt auch nicht. Nein, weil er den einfach nochmal vorzeigen kann. Okay, er hat jetzt nicht so wirklich relevante Effekte.
Okay, verbannen wir mal ein paar Karten. Okay, das ist doch eigentlich ziemlich gut. Das ist Remove. Das hier ist ein Empfänger, was an sich jetzt auch nicht so schlecht ist, I guess. Also, beschreiben wir erstmal dich. Aktivieren wir dich. Werfen dich ab. Aber warte mal, da habe ich ja gar keine Dingenskarten mehr in meiner Hand. Wir machen mal echt ein bisschen dumm. Kann ich Mojis Effekt aktuell nicht mehr resolven. Also, einfach irgendeiner. Man, dann lässt sich Mojis Effekt wieder resolven. Witzigerweise im aktuell aktiven Event hat man like, also zeigt man seine Hand immer vor, weil so eine Karte auf dem Feld ist, die dafür sorgt, dass der Zugspieler die Hand vorzeigt. Und man kann in dem Event quasi den Effekt dann gar nicht aktivieren. Also Moje kann man nicht aktivieren, weil man die Karte nicht vorzeigen kann, was immer vorgezeigt ist. Das ist schon echt etwas. Hier kannst du deinen Ohr aktivieren. Warte mal. Damit könnte ich... Ah, das finde ich jetzt eigentlich sogar witzig. Sah wieder. Ich habe den Namen von dem Symbol reingeschrieben, jetzt fragt er, was das ist. Ich verstehe gerade jetzt nicht mal, warum ihn das jetzt groß interessiert. Dann soll er halt reinkommen, wenn er wissen, was das ist. Will er eigentlich mit ihm aufnehmen? Oh shit, ich habe jetzt gar keine... Okay, habe ich mich jetzt ein bisschen verspielt. Ich wollte ja eigentlich mit dem da den anderen synken, aber das, ja, das geht ja jetzt quasi nicht mehr. So dumm gewesen, was das angeht. Hat er hier irgendeinen drin, den er proactively aktivieren kann? Ich glaube eigentlich nicht. Nein. Warte, okay, sure. Ein Ernst? Ach, lol. Und so. Weiß gar nicht, ob ich die Bibo eigentlich verbannt. Könnte auch sein. Ah ja. Danke für meinen Victory. Screenshot von haben. Ah. Ja gut, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das da hinten. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir werden nicht vergessen und ciao.